Hallo, meine Wolfies, zu einem neuen kleinen Video. Und ich weiß, es gab die letzte Zeit recht wenig bis gar keine Videos. Das tut mir auch unendlichst leid. Problem ist, dass die Uni wieder angefangen hat und dass ich teilweise weit nach 21 Uhr zu Hause bin und dann einfach keine Muße und keine Zeit und keine Lust mehr habe, noch irgendwas groß aufzunehmen oder mich generell an den PC zu setzen. Tut mir leid. Ich gucke, dass, wenn sich das die nächste Zeit eingependelt hat, dass ich wieder mehr aufnehme und wieder mehr Videos kommen. Meine momentane Inaktivität soll aber nicht Thema dieses Videos sein, sondern Thema dieses Videos soll sein die neue Lobby von gomadi.net. Und im Prinzip ist es ja die neue alte Lobby, alte neue Lobby. Und zwar ist es die Clay Lobby, die vor der großen Adventure Hub da war, auf dem Server war. In abgeänderter Form. Wenn ich dran denke, kriegt er jetzt noch so Beispiel-Screenshots, wie es vorher ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht, parallel gezeigt zwischendurch. Ja, also die einzelnen Häuser, wo die Spielmodi drin waren, haben sich geändert. Die sind umgebaut worden und wurden teilweise halt zusammengefasst wie hier, dass es jetzt die Gamezone gibt, in der halt die kleineren Modi drin sind, wie Rage Mode, UHC ist drin, Zombies ist drin, Endergames ist da drin. Oh, warte, wir können hier gerade mal eben nachgucken gehen. Okay, gehen wir gerade mal zu Rage Mode. So, dann können wir eben nachgucken. Wir fangen mal vorne an. So, hier geht's zum nächsten Eingang. Okay, hier haben wir Hardcore. Dann ist hier neben UHC. Dann ist in der Ecke Platz für irgendeinen anderen Spielmodus, der vielleicht irgendwann noch kommt. Dann haben wir hier Conquest. Hier ist Gun Game. Direkt daneben ist Zombies, Aura, Rage Mode und Ender Games. Und ich würde sagen, dass nicht nur da in der Ecke Platz wäre für weitere Lobbyschilder für irgendeinen Modus, sondern gegebenenfalls, also hier auch noch, da müssten wir nur diesen Klimbim wegmachen. Oder hier die Ecken jeweils bei, was war da hinten nochmal, Hardcore und bei Ender Games ein bisschen anpassen. Also dann würde ich ja auch ein bisschen mehr reinpassen. Ja, die wurden zusammengefasst, also die kleineren Modi. Dann Skywars Course, TTT, Bed Wars 1 vs. 1 und Survival Games haben jeweils ein eigenes Häuslein gekriegt. Mit Klimbim oben drauf. Ja, ich mag heute Klimbim. Ich mag das Wort heute. Ja, ich mochte, obwohl sie von den Pixelbiestern war, die alte Lobby gerne. Weil ich persönlich fand sie sehr übersichtlich. Das war aber das große Manko, was das Serverteam, also die Serverleitung, an dieser Map hatte und viele andere User auch. Sie wären zu unübersichtlich gewesen. Ich persönlich fand das nicht so, weil am Spawnpunkt direkt alle Spielmodi aufgelistet waren und man konnte durch einfaches Klicken auf die einzelnen, sag ich mal, Rüstungsständer zu diesem Modus kommen, was ich für nicht unübersichtlich, sondern für sehr übersichtlich eigentlich halte. Und der Rest, der war halt da zum Erkundet werden, wenn man da Bock drauf hat. Hier ist es halt so, dass du spawnst und du drehst dich einmal im Kreis und hast alles einmal gesehen und weißt, wo du hinlaufen musst, was natürlich auch übersichtlich ist. Aber meiner Meinung nach ist diese Lobby verdammt kindlich. Die andere Lobby war, ich sag jetzt nicht erwachsen, aber sie war größer, erkundungsfreudiger, sie war in einem einheitlichen Stil gehalten, wo man dann sagen konnte, okay, das ist jetzt eine mittelalterliche Stadt mit Fantasy außenrum, wo Drachen da waren, Trolle da waren und Feen und große Pilze und whatever. Und ja, das war halt wie so ein Fantasy-Winter-Wunderland ist jetzt auch nicht richtig, wie ein großes Fantasy-Land. Und hier die Lobby ist durch, ich weiß nicht, dieses, ich sag jetzt mal, comichafte, meiner Meinung nach verdammt kindlich gehalten, was vielleicht für den Großteil des Klientels des Servers passt. Aber nun mal nicht für alle und es ist schön, dass die alte Lobby wieder da ist. Ich mochte sie auch gerne, war jetzt nicht meine Lieblingslobby. Meine Lieblingslobby ist tatsächlich die aus der Beta-Zeit, die von Peter Lustig und Johannes, glaube ich, gebaut wurde. Was auch nicht meine erste Lobby war. Meine erste Lobby ist die aktuell umgeänderte Community gewesen. Ja, ich habe theoretisch nichts gegen diese Lobby. Mir ist es auch völlig egal, wann und ob und wie der Server wechselt, weil was Neues ist nichts Schlechtes. Ich mag neue Dinge sogar, deswegen mag ich jetzt diese Änderung auch.
Das neue Join-System muss ich mir noch angucken im kleinsten Detail, weil die Erklärung im Forum fand ich jetzt irgendwie nicht sehr aufschlussreich, aber gut. Und zwar kann man jetzt irgendwie, es ist hier aufgeteilt, Team und Solo, QSG ist ja auch mit drin, okay, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, kann man sich selber die Maps irgendwie einteilen? Wie genau, weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich mich halt, wie gesagt, noch mit beschäftigen. Da kann man sich dann aussuchen, welche Karten dann kommen. Ja. Ich gucke mir jetzt mal eben, das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht, jedes Ding von innen an. Also da haben wir jetzt den Sportpunkt von QSG drin. Hier haben wir den Verzauberungstisch. Also so, keine Ahnung, wie man sich eine Mitte vorstellt, wie sie aber nie ist. Da hauen sich zwei die Köpfe ein. Da ist ein Alex-Kopf. Und sonst ist ja auch nicht viel. Was natürlich ein Vorteil an dieser Lobby natürlich dann ist, die bietet zum Beispiel hier in den Ecken, was jetzt ein bisschen blöd ist, dadurch, dass die komplett quadratisch ist, aber theoretisch kann man in den Ecken, wenn man das Ganze ein bisschen nach hinten zieht, noch jeweils einen Modus theoretisch reinpacken. Sie bietet also dadurch Platz für neue Modi. Hatte die andere auch, weil die ganzen Server-Lobbys außerhalb waren und dann konnte man einfach nach Belieben eine hinzufügen. Okay, hier ist bei Bed Wars natürlich ein Bett mit Ei, mit Gold und so, und hier baut sich einer rüber. Was ein Vorteil an dieser kleinen Map hier ist, an der kleineren Lobby, dass wenn viele Spieler drauf sind, gab es bei der anderen, wenn man einen schlechteren PC hatte, durchaus enorme Lags durch die ganzen Rüstungsständer und die Größe der Lobby. Was hier natürlich dann nicht mehr der Fall ist. Hier sind nicht ganz so viele Rüstungsständer und Köpfe drauf und sie ist bei weitem kleiner. Okay, hier haben wir den Traitor-Knopf. Und da haben wir einen Traitor-Tester mit einem Traitor drin. Okay. Und ein Eisenschwert, bitte. Wundertrick. Gucken wir es gerade eben noch groß an. Okay, die prügeln sich hier um den Core. Der holt Dias. In der Mitte sind ein paar Cores. Schön und gut. Gehen wir zum nächsten rüber. Das nächste ist Skywars. Skywars habe ich mir, glaube ich, gerade schon angeguckt. War ich nicht gerade in Skywars drin? Ich weiß es nicht. Aber hier. Nee, warte. Das ist Skywars. Was war das denn da hinten? 1 vs. 1, was aussieht wie eine Skywars-Mitte. Okay, das hier sieht schon eher aus wie eine Skywars-Mitte. Und da wirft einer eine Enderperle. Okay. Da muss man nur aufpassen, dass er auch trifft, ne? Passiert mir noch häufiger. Ja. Bevor wir jetzt weiter abschweifen, mehr oder weniger. Ich persönlich mag diese Lobby durchaus. Ich finde den Wechsel auch vollkommen in Ordnung, auch wenn ich die alte Lobby mag. Aber man kann halt nicht immer, sag ich mal, nur darauf hoffen, dass es alte Dinge gibt, denn zwischendurch muss es auch mal neue Sachen geben. Das ist genauso wie, ja, ich mag die 1.9 nicht, wenn ihr wechselt, dann quitte ich. Das ist genauso dumm, wenn ihr das bei irgendeiner Map sagt. Lasst euch auf neue Dinge ein, so wie zum Beispiel auf diese Map. Und ja. Gut. Das Video war jetzt so ein bisschen durcheinander, aber ich wollte einfach mal meinen Saft zu dieser Lobby, zu dem Lobby-Update geben. Und ich hoffe, das habe ich damit getan. Oder so. Also, nochmal zusammengefasst, ich mag diese neue Lobby. Ich mag die, mochte die alte Lobby auch. Diese hier hat durchaus Vorteile, aber auch kleinere Nachteile. Und was mich am meisten stört, ist diese Kindlichkeit der neuen Lobby, die ja wirklich durchaus den Großteil des Klientels widerspiegelt, die halt noch sehr jung sind, aber halt nicht alles. Also ich finde gerade hier dieser Zombie und der Gomme, der ziemlich bleich wirkt in dem Texture-Pack, finde ich, wirken sehr kindlich. Okay, dann würde ich sagen, drückt mir die Däumchen, dass ich neben der Uni und so anderen Aktivitäten ein bisschen mehr Platz finde. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht die Tage dann mal auch ein bisschen ein Video machen soll, wo ich was so von der Uni erzähle. Denn ich bin jetzt im dritten Semester und habe erst entdeckt, dass durch den Unisport wir in vielen verschiedenen Veranstaltungen kostenlos mitmachen können. Und kann euch dann da ein bisschen drüber erzählen. Und ich habe durchaus noch ein Thema, was ich in einem etwas längeren Video bearbeiten möchte, wodurch halt noch ein etwas längeres Video kommt. Und sonntags kommen ja auch noch die Faktenvideos. Und freitags würde ich auch gerne wieder
Den Fat Friday weiterführen. Problem halt nur im Moment, ich habe unheimlich wenig Zeit durch die Uni. Gut. Ich hoffe, das pegelt sich aber jetzt wieder ein. Weil halt die ersten Wochen immer die stressigsten sind, weil man überall hinrennen muss und sich alles angucken, überall eintragen, wenn man noch keinen Platz hat. Und da die Zeit dann bald vorbei ist, hoffe ich, dass dann da auch mehr bei rumkommt an Zeit für zum Beispiel YouTube. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt mir ja gerne sagen, was ihr, also, wie euch diese Lobby gefällt. Sowas wie, in die Frischeite möchte ich gar nicht lesen. Sowas lösche ich wahrscheinlich dann auch direkt. Also so grundloses Haten möchte ich nicht haben. Ich möchte, wenn gute Begründungen haben, Pro- und Kontra-Argumentationen wären vielleicht auch nicht schlecht. Und ja, mal gucken, was hier unten ist, denn das interessiert mich gerade. Ich gucke gerade nach Löchern, ob hier irgendwo vielleicht das Bauteam sich verewigt hat. Aber dem scheint nicht so zu sein. Oh, doch da. Oh, wir haben jetzt die gut gefunden. Warte, wir gucken gerade mal eben. Was ist das? Das ist Survival Games. Das ist Survival Games. Hinter Survival Games ist ein Secret. Da gehen wir jetzt gerade rein. Das möchte ich noch sehen. Was haben wir denn hier? Gumball hier. Wow, das ist echt toll, ey. Was für ein Secret. Also, genau sowas habe ich gerade gesucht. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr noch ein paar Secrets findet. Dann könnte ich vielleicht auch mal ein Secret Lobby, Lobby Secret Video machen, wo ich alle diese Secrets zeige, wenn denn so viele überhaupt da sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Könnt ihr euch gerne auf das Faktenvideo am Sonntag freuen? Das dürfte zu groß sein. Also morgen. Wir haben ja schon Samstag. Wir haben ja schon Samstag. Bald ist Sonntag. Ein paar Stunden. Ja. Könnt ihr euch auf das Video freuen? Das wird zu groß. Es wird leider nicht so viele Fakten haben, weil diesen Modus gibt es noch nicht so lange. Aber dann könnt ihr für den nächsten Modus abstimmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!